Okay. Okay, das scheinen irgendwelche so Zwillingsschwestern zu sein. Die sehen stark aus wie von dem Film The Shining. Da ist die Kiste. Jetzt hätte ich gedacht, die kommt wieder raus und man muss sich da jetzt nochmal verstecken. Ja, mach Klimmzüge. Ah, Moment, 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 Moment. Ich bin so blöd, ich bin so blöd. Als hätte man das nicht schon mal machen müssen. Kennt mal wieder nichts. Doch, aber manchmal erkennt man die Bilder erst, wenn man sie einmal erkannt hat. Das sieht einfach wie ein Gebäude aus oder sowas. Ne, das ist die Schule, glaube ich. Ich glaube, das ist die Schule von außen. Ja, das auch. Ist mir irgendwie gerade bekannt vorgekommen, wie im dritten DLC vom ersten Teil. Da, das sind sie, die Holzfiguren. Oder keine Ahnung, ob das dann vielleicht vorher noch die Zeit war, als die vielleicht. Ja, vielleicht sollte es auch wieder so symbolisch sein für die Gesellschaft, dass die Kinder immer mehr verblöden durch, ja, durch die digitale Welt. Da nur noch vor der Glotze hängen und sonst sich für gar nichts mehr interessieren und das sind so Hohlbirnen einfach. Aber was ist das für ein Vieh? Ach so, jetzt erkenne ich das. Das ist doch das komische Spielzeug, die Ente. Oder? Ach, da ist er. Guck mal, er wollte sich wahrscheinlich das Leben nehmen. Boah, der wollte sich das Leben nehmen. Wir hatten ja schon mal Personen gesehen, die haben sich das Leben genommen. Also die waren da gehangen, nur noch die Kleidung war da und die sind dann anscheinend irgendwie verschwunden. Hier jetzt auch, das sind irgendwie die Überreste, vielleicht die Seele oder sonst irgendwas, man weiß es nicht. Als würde da irgendwas. Das gehört doch da oben drauf. Genau.
Also mal ganz ehrlich, die Rätsel sind, glaube ich, noch Hast du es? Die Rätsel sind, glaube ich, noch bescheuerter wie im ersten Teil. Obwohl ich gerade überlege, im ersten Teil gab es aber auch nicht wirklich irgendwelche Rätsel, die schwer waren. Bei den DLCs haben die dann gesagt, die wollten die Rätsel ein bisschen schwerer machen. Dann war, glaube ich, nur irgendwie zwei Rätsel, die so ein bisschen schwerer waren. Fallen die wieder in alte Muster zurück. Aber was komisch ist, wieso haben der eine, wo quasi vorhin schon mal so angeschnürt war, eine Tafel, der wo mit der Kreidezeichnung da auf dem Boden gemalt hat, der hatte doch so eine Zipfelmütze auf, genau wie die Gnome. Da, das Bild von so einem. Ich glaube, das ist ein Gnome. Der ist jetzt auch. Achtung. Okay, oben ist der Kopf für den König und jetzt muss ich den irgendwo so drauf machen. Ja, das ist geil gemacht, finde ich. Das ist echt cool gemacht. Erstmal muss ich... Ja, den Kopf vom König muss ich da oben erstmal runterholen und dann muss ich den irgendwo dahin aufsetzen, um die Königin zu schlagen. Beziehungsweise damit sie mich nicht schlagen kann, weil die wahrscheinlich am Zug ist. Die Königin kann ja diagonal... Und, wie sagt man? Ja, gerade und quer oder wie man sagt, schlagen. Also wenn ich den Kopf da hinsetzen würde, dann könnte sie mich direkt mit einem Zug schlagen. Das gleiche ist hier und das gleiche ist auch unten links. Das ist die einzige Position, wo sie mit einem Zug nicht hinkommt. Ja. Die kann da höchstens nur hierher und dann kann ich sie schlagen. Weil der König kann ja immer nur einen Schritt machen. Okay, aber erstmal muss ich das Ding da runterkriegen. Ich einfach runterschmeißen. Ah, ist es nett, Mensch, ärgere dich nicht. Okay, hoch mit dem Ding. Ey, jetzt sag bloß, hier wird einen noch verraten, wo man das Ding hinstecken soll. Nee, aber der was schwarze König in der Mitte? Beziehungsweise soll jetzt... Da ist jetzt aber die Dame. Sieht man da eine Krone, oder? Ja, genau. Ja, ich hoffe... Keine Ahnung, vielleicht wird hier noch was verraten. Vielleicht ist es ja nicht nur ein Zug. Einfach draufstützen, sondern man muss da wirklich Schach spielen. Ah, wir haben hier noch einen Läufer. Ist da oben links ist ein Läufer. Jetzt verstehe ich. Das wird doch noch komplizierter.
Jetzt haben wir einen Läufer. Aber da wird ja doch schon alles verraten, oder nicht? Er wird doch verraten, wo der Läufer den Kopf hat. Unten der König. Rechts der Turm. Und wo ist die Kopffigur? Das finde ich wirklich schade gemacht. Das hätten die wenigstens so lassen können, dass man das selber spielen kann. Obwohl ich auch nicht weiß, dass ob auch wirklich jeder Schach spielen kann. Eigentlich eher weniger. Okay, fehlen aber auf jeden Fall noch Köpfe. Ja, den einen kann man ja, glaube ich, schon mal draufsetzen. Ach, den kann man doch wieder abnehmen, habe ich ganz vergessen. Ach, der muss dahin, das weiß ich noch. Ne, Moment, das ist ja gar nicht der König, das ist... Rechts muss der hin. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch der König. Müssen wir da irgendwie runterstoßen oder so. Ach nein. Erstmal den Kopf da hinsetzen, da kommt man auch hoch. Es kommt ein Rätsel schon ein bisschen näher. Sowas finde ich dann schon ein bisschen besser. Oh, aber trotzdem. Nein, 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 nein. Ist doch gar nicht. Hey. Moment. Ich glaube, eine müssen wir freilassen, weil mehr als... Zwei waren ja gar nicht abgebildet. Oh. Okay, jetzt ist die Lampe angegangen. Wie gesagt, der eine muss wahrscheinlich frei bleiben. Aber ich verstehe nicht, wieso in der Mitte ein König angezeigt wird. Aber so eine... Ja, okay, das wird dann wahrscheinlich doch König sein. Ja, jetzt soll man da einfach hoch. Oh. Da ist er ja, unser Schlüssel. Tja, da pinkelt er einfach hin. Dich schachmatt gesetzt. So, wo war der Schlüssel? Links irgendwo. Also die Tür, das Schloss, das Schloss.
mir das Bild nochmal anschauen. Was ist da jetzt schon wieder zu sehen? Ich erkenne es nicht. Man wird es erst erkennen, wenn man es einmal erkannt hat. Und dann sieht man es immer wieder. Hä? Bestimmt wieder ein Gesicht oder sowas. Ja, komisch, kenne ich gar nicht. Achso, ne, unten war die Tür, gell? Gar nicht, das war ja unten. Hier haben wir nur den Jungen gefunden. In die Küche wieder zurück. Ah ne, jetzt sind wir im Krankenhaus. Das ist doch, glaube ich, Krankenhaus. Ne, ist doch eher nach Kantine aus oder sowas. Mal gespannt, irgendwelche neuen Figuren dürften ja dann noch mal auftauchen. Ach, jetzt, ich habe ja ganz vergessen, was man noch gesehen hat. Das war so ein Typ, der an den Wänden entlang gekrochen ist. Ja, wenn man aber schon wirklich wieder alle gezeigt hat, dann ist es doch langweilig, mal ganz ehrlich. Ah, Moment, das kenne ich nämlich auch noch. Muss mal einen auf die Rübe hauen wieder. Wie soll ich das jetzt machen? Oder vielleicht hört er mich am Anfang gar nicht. Wenn ich hier runter gehe. Ja. Ja, boah. Nein, nein, nein. Nein! Ich habe vergessen, bevor sie auf einen springen, dann bleiben die kurz erstmal stehen. Und da trifft man die erst, man muss noch ein bisschen warten. Außer bei denen. Nein! Immer der gleiche Fehler. Aber doch. Stirb! Stirb! Nee. Hä? Ah! Siehst du, wir haben noch was in der Birne. Die anscheinend nicht mehr. Der da hinten mit dem Kopf. Ach so, ich darf mir jetzt die Maske runterschubsen lassen.
man zu dem da hinten kann. Oh, was ist denn jetzt los? Der eine sieht ängstlich aus. Okay. Kann man nichts machen. Oder kann man in die Hand gehen? Nee. Alter. Nur Blödsinn im Kopf. Okay, springen kann ich jetzt mal gar nicht, weil ich die Maske festhalten muss. Ach, das ist doch ein Durchgang, halt. Wie kann man so blöd sein wie ich? Ich hab doch wirklich den Durchgang nicht gesehen. Naja. So, wollen wir erstmal hoch. Da müssen wir sowieso erstmal hoch. Ja, wieder die gleiche Mechanismus. Man muss da einfach irgendwas wieder hochschmeißen. Ein Schalter. Genau wie im ersten Teil. Es ist ein bisschen schade, dass sich ein paar Sachen wiederholen. So ein paar Konzepte haben die übernommen, aber erstmal brauchen wir was zum Hochschmeißen. Ja, da wird wieder einer sein. So ein Junge, der sich wahrscheinlich jetzt nehmen. Obwohl, ob es ein Junge ist, weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. War aber, glaube ich, immer ein Junge gewesen. Da muss man hochspringen. Nicht nach links. Ja, da werden die Gehirne eingesammelt. Deswegen sind es alles so Hohlbirnen. Da werden nicht nur die Smartphones so eingesammelt, sondern die Gehirne. Wie war Schiss, dass trotzdem die Lehrerin noch kommt? Ach, glaube ich kaum. Lass es hier regnen. Ach, schmeiß mal ein bisschen Hirn. Ah, uah. Es wabbelt ja. Hirn, lass es Hirn regnen, ich sag's ja. Ach, der Haken war einfach nur so da. Oh. Der Haken war einfach nur so da gewesen. Ah, die seziert Frösche. Es kommt mir aber auch so
alles ein bisschen bekannt vor jetzt, wie bei den Köchen. Wo man da unter den Tischen gekrabbelt ist. Ich meine, die haben zwar nicht so einen langen Hals gehabt, die haben eher einen breiten Hals gehabt, aber... Ah. Geh weg. Alter. Genau wie in der Küche. Ja, das finde ich ein bisschen schade gemacht, dass ich alles so wiederhole. Aber ich hoffe, das ist wirklich nur... Ja, okay, das mit dem Wald, das war auf jeden Fall was Neues mit der Flinte. Aber... Nee, obwohl. Das kam nämlich schon im Ding vor. Ach, sag mir's. Im Mobile Game. Bei Very Little Nightmares. Da kam sowas Ähnliches vor, dass man sich immer hinter irgendwas verstecken musste, glaube ich. Ja, super. Das sieht man doch noch nicht mal. Ich laufe da komplett falsch. Oh, die kommt da mit ihren Hals durch. Oh. Und jetzt? Ja, und jetzt? Wo soll ich bitte schön hin? Ah, ich muss auf die Tische und da oben. Wie soll ich das jetzt schaffen? Ich muss da hinten an den Schubladen hoch. Ah. Noch warte ich mal ab. Ich muss laufen. Nein! Vielleicht kann ich auch normal laufen. Vielleicht muss ich auch gar nicht, wenn die sich umdreht. Nee. Ah! Ich hätte einfach länger in der geduckten Haltung bleiben müssen, um das besser timen. Ah, oder hinter die Dinge. Ah, dahinter hätte ich mich. Sobald die jetzt zurückläuft, dann laufe ich sofort los. Ja. Nein, 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 nein. Oh, das schaffe ich doch. Hä? Ah, ich glaube, rechts war so ein Hocker gewesen. Da müsste ich nochmal drunter. Nein, 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 nein. Schaffe ich.
Nein, 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 nein. Oh, nee, komm schon. Wenn wir die zurückgeht, kann ich bestimmt drüber springen. Genau. Ich glaube, hinter den Glasdingern sieht man mich. Okay, 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 okay. Ah. Und geschafft. So, jetzt muss ich wieder ein paar Hohlbirnen schlagen. Erschlagen. Habe ich ja komplett vergessen. Da war ja noch was. Och, was mache ich? Der läuft auf einmal durch, oder die läuft auf einmal durch. Nein! Immerhin geht's hier weiter, zum Glück. Okay, bei denen ein bisschen warten noch. Nein, schon! Das ist so schwer abzuschätzen, irgendwie, ja? Krieg's nicht mehr gebacken, ey. So ein bisschen warten. Jawoll. Okay, hier kommt bestimmt eine Falle wieder. Ah, warte mal. Stimmt, so ein scheiß Schrank da hinten. Nein, 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 nein. Ja. Natürlich war das nicht alles. Oh. Oh. Nee, den. Behalt den, behalt den. Natürlich war das nicht alles, aber. Ach, da ist sie. Zeigt er uns den Arsch. Na, komm her. Hä? Habt ihr das eben gesehen? Ich hab irgendwo, als hätte ich gegen eine Wand geschlagen. Jo, komm. Du kriegst auch noch dein Fett weg. Ob noch. Nee, das war's. Six, wir haben dich wieder. Aber Moment. Jo, lass dich nicht so hängen.
Wir wollen ja nicht, dass du irgendwie hier auf den Kopf fällst. Ja. Ich glaube, bleibt nichts anderes übrig. Komm. Oder muss ich vielleicht vorher irgendwas Weiches dahin schieben? Vielleicht die Mülltonne? Die Papiereimer. Ja, was heißt der Papiereimer? Da sind irgendwelche Tüten drin. Da, Klopapier. Ja, ich glaube, die wird es schon schaffen. Die war sonst auch immer ganz fit. Au. Das war, glaube ich, Kapitel 2. Also das mit den Kindern war echt voll nervig. Hoffentlich kommt jetzt mal was